Die Börsen weltweit sind weiter auf Höhenflug. Der Nikkei, trotz des Rücksetzers in der vergangenen Woche, mit einer beeindruckenden Performance seit Dezember, Januar, seit dem Regierungswechsel in Japan. Der DAX, der Dow Jones, ebenso auf Allzeithoch. Also da ist eine Menge passiert in den vergangenen Wochen, seit Thomas Wüst von Valor West das letzte Mal hier bei Börse Stuttgart TV zu Gast war. Zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt. Fundamental habe ich hier und da den Eindruck, ist das nicht so ganz gerechtfertigt. Ist es wirklich das billige Geld der Notenbanken, was hier Raum und Platz findet in diesen Entwicklungen? Das sehen wir auch so. Sicherlich nicht in allen Marktsegmenten, aber wir haben das jetzt in Japan sehr speziell auch gesehen, dass durch die Notenbankpolitik, die ja seit dem Antritt des Premiers geändert wurde und hier die japanische Notenbank massiv Geld in den Markt pumpt und eigene Staatsanleihen aufkauft, dass hier der Nikkei sehr, sehr stark davon profitiert hat und eben eine hohe Erwartungshaltung bei den Anlegern aufgebaut wurde. Und das ist eigentlich das, was man herausarbeiten kann, was alle Märkte anbelangt, die jetzt von diesem billigen Notenbankgeld profitieren, dass eben liquiditätsgetriebene Finanzmarktentwicklungen vor allem auf der Erwartungshaltung der Marktteilnehmer basieren und sich dann von realen, fundamentalen Entwicklungen abkoppeln. Und was dann passieren kann, wissen wir aus der Vergangenheit, wenn dann Spekulationsblasen entstehen, wie im Fall der New Economy oder der US-Immobilienblase, dass dann zu Fehlallokationen kommen kann. Ist das jetzt schon eine Blase? Ja, also man hat es ja letzte Woche gesehen, was passiert, wenn aus Erwartungen plötzlich Befürchtungen werden. Wenn dann ein Störfeuer kommt aus den USA im Sinne des veröffentlichten FED-Protokolls, wo eben das quantitativ Easing 3-Programm möglicherweise doch frühzeitig beendet wird als geplant. Und dann auch noch ein weiteres Störfeuer aus China mit einem schwächer als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanager-Index veröffentlicht wurde. Das hat den Markt dann sehr schnell gedrückt, weil eben viele Anleger rein auf die Erwartung gebaut haben, dass eben die Notenbankpolitik entsprechend Gutes bewirkt. Und das ist eben nicht immer so der Fall. Und deshalb muss man sich in einem solchen Marktumfeld die Bewertungen sehr stark anschauen, nicht nur in Japan, sondern auch in anderen Regionen der Welt. Aber ich höre doch immer wieder auch, dass die Fundamentaldaten gar nicht so schlecht seien, dass die Unternehmen, Sie haben vorhin das Platzen der New Economy Blase Anfang des Jahrzehnts angesprochen, also in den 2000-2001er Jahren, sind die Unternehmen nicht ungleich besser aufgestellt und von daher auch eher gefeit von einer Blasenbildung? Absolut. Wenn man die einzelnen Unternehmen in der Eurozone zum Beispiel sieht, muss man sich natürlich auch ganz differenziert anschauen, kann man hier nicht jetzt schon von einer Blasenbildung sprechen. Nur bei so dynamischen Entwicklungen, wie wir es jetzt in Japan gesehen haben, wo man binnen kürzester Zeit 40, 50, 60% Performance erzielt hat, da ist doch Vorsicht geboten und man muss dann als Anleger sich schon die Bewertungsniveaus im Sinne der Kursgewinnverhältnisse oder der Wachstumschancen der Unternehmen tatsächlich dann anschauen. Weil es kommt eben an den Finanzmärkten auch durch die sogenannten Carry Trades immer wieder zu Verwerfungen. Auch das hat die Vergangenheit gezeigt. Gutes Stichwort, Carry Trades. Erstmal nochmal ganz kurz vielleicht zur Erklärung, was ist es überhaupt und welche Rolle spielen die jetzt in dieser Diskussion, die wir jetzt auch gerade führen? Ja, durch die Notenbankpolitik in Japan kommt es ja zu einem sehr günstigen Zinssatz, den ich für einen Yen-Kredit derzeitig bekomme. Und dieses billige Geld nehmen Investoren, die international ausgerichtet sind, dann auf und investieren es dann zum Beispiel in italienischen, spanischen, französischen Staatsanleihen, wo sie eben eine höhere Rendite bekommen oder eben am Aktienmarkt. Das Problem von diesen Carry Trades ist eben, dass sie ein sehr hohes Risikopotenzial haben, weil einerseits spielt die Währung eben eine wichtige Rolle, wie sich der Yen weiterentwickelt und natürlich auch die Bewertung der jeweiligen Märkte. Und dieses Kapital ist daher sehr flüchtig und sehr hektisch an den Märkten unterwegs. Und insofern hat man auch in der letzten Woche zum Beispiel gesehen, als es zu den Turbulenzen in Japan kam, dass die Zinsen in Italien und Spanien in relativ kurzer Zeit über die 4%-Marke deutlich angezogen sind, weil sich eben Anleger aus diesen Carry Trades auch wieder verabschiedet haben. Und dieses Kapital muss man eben auch im Auge behalten, weil es zu Fehlentwicklungen an den Börsen führen kann.
Schlussfrage mit der Bitte um kurze Antwort. Was sollte der Privatanleger jetzt draus machen angesichts dieser ja doch schwierigen Gemengelage, die sich da offensichtlich herausbildet? Genau, eigentlich drei Dinge. Einmal die persönliche Anlagestrategie überprüfen. Derzeitig kann man Fehlallokationen oder Fehlgewichtungen sehr leicht korrigieren, ohne dass es große Schmerzen verursacht. Wenn ich also eine für meine Lebenssituation zu hohen Aktienanteil habe, kann ich den jetzt durchaus zurückfahren. Wir haben gerade interessante Kursniveaus, im historischen Vergleich zumindest. Und insofern kann ich da reagieren. Der zweite Punkt ist, ich sollte mir die fundamentalen Bewertungen der jeweiligen Assetklassen genau anschauen, weil eben durch die Politik des billigen Geldes kann es hierzu Überbewertungen und Blasenbildungen kommen. Und drittens, ich sollte mir eben auch die Märkte anschauen, die zuletzt nicht so sehr von dieser Liquiditätsschwemme profitiert haben, wie zum Beispiel auch die Aktienmärkte der Emerging Markets, allen voran auch China, die bei weitem nicht so gut performt haben und die aber mittelfristig durchaus ein solideres, fundamentales Umfeld aufweisen als so manche Industrienationen. Also Vorsicht vor dem Lockruf des billigen Geldes, sagt Thomas Wüst von Warlawist und gibt gleich ja noch ein paar Anregungen mit, wie der Privatanleger agieren sollte. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen.